In the GDR in the 1970s, 1980s, it was not well seen to play Rambo. Dann war die Ideologie egal, dann hat es halt Spaß gemacht, ja. Ich sammle alles. Ich sammle auch Taschenrechner und LCD-Spiele und diese Miniaturautomaten, die Tabletops und Heimcomputer und Konsolen und auch Bücher und Zeitschriften. Das ist was ganz Seltenes und das ist offensichtlich ein Prototyp von einem Joystick aus der DDR, von Robotron. Ich hatte auch noch nie einen gesehen und es ist wahrscheinlich ist er auch nicht in Handel gekommen, aber es ist sozusagen ein Prototyp. 1989 war ich 18 und ich war Computerfreak, wie man damals noch gesagt hat, bevor es das Wort Nerd gab. Ja, hatte dank meines Opas im Westen irgendwann einen C64 und das war meine Welt, der C64 und Punkmusik. West-Berlin war nebenan, dazwischen war nur so eine blöde Mauer. Wir wussten ja, was dort abgeht. Man konnte nicht in den Laden gehen, so einfach, aber was da passierte, klar, es war alles präsent, übers Radio, alles, die Medien. Ne? Und die Zeitschriften sind auch alle bei uns angekommen. Immer eine Verzögerung, so 2-3 Wochen, dann waren die Hefte da. 64er, Atari, Magazin, was es da so gab. Dann, wenn ein Spiel das so hatte, wenn es irgendwas Optisches so hatte, das hat mich immer interessiert. Als ich den Amiga hatte, das kennt vielleicht heute noch Leute, das war Defender of the Crown. Was gab es denn da so? Elite, wenn das noch ein Begriff ist. Was ein Weltraumhandelsspiel gab schon auf dem C64. Das war sehr beliebt. Urinium. Also waren so die Ballerspiele, die so quer über den Schirm liefen. Ne? Es flog immer sowas seitwärts und irgendwas war im Wege oder so. Computer hatte nicht so direkt was Rebellisches. Es wurde ja sogar quasi staatlich gefördert, dass sich alle Kinder und Jugendlichen mit Computern beschäftigen, damit sie später erstens im Betrieb mit Computern arbeiten können oder vielleicht auch bei der nationalen Volksarmee. Computer games were an important stepstone in the education of the people in a high technology state. So they used, for example, in the 1970s games in general to bring the interests of young children and teenagers towards technological solutions. They thought of the computer as the technology of the futures. Die DDR-Führung, die hat sich wirklich viel Mühe gegeben, Computer herzustellen und Leute für Computer zu begeistern. In fast allen Schulen standen Computerkabinette, es gab Computerkurse, es gab sogar Fernsehsendungen über Computer, es gab Radiosendungen, es gab Bücher und Zeitschriften. Ich bin sogar zum Beispiel ins Computerlager gefahren, was zuvor ein Mathelager war. Also man hat sozusagen versucht, die Leute für Computer zu mobilisieren. Hier in der Klosterstraße, eine berühmte Adresse, war eins der bedeutendsten, größten Kulturhäuser in Berlin. Und dort habe ich fast 13 Jahre gearbeitet. Dann kam dazu 1984 durch einen Freund, der verkaufte mir Computer. Okay, war der berühmte ZX81, falls ich jemanden mal sah. Und den halt erst zu Hause ausprobiert und war so fasziniert, dass ich ihn mit auf Arbeit geschleppt habe. Immer überlegt habe, was kann man mit dem auch hier machen. Und dann reifte die Idee, einen Computerclub zu gründen. Wir befinden uns hier im Büro Ausbildung Talente vom Computerclub. Mein Direktor war ein bisschen skeptisch, sagte, Stefan, wenn nicht so viele Leute kommen, vergessen wir das wieder. Ne? Und die Leute standen die Treppenhaus runter bis auf die Straße. Es waren Hunderte, die passten gar nicht alle in den Raum. Ne? Also die Resonanz war ganz toll. Unsere war insofern besonders, weil wir hatten nur Westtechnik. Da gab es dann die Vorträge, die waren interessant. Noch interessanter war dann das Spiele kopieren nach den Vorträgen.
Und danach sind wir dann in die Kneipe vom HDOT gegangen. Und dann ging es irgendwann angetrunken und mit neuen Spielen im Rucksack zurück nach Marzahn, wo ich damals gewohnt habe. Wilde Zeit. Das ist der 80er-Jahre-Raum, der ist noch nicht ganz fertig. Und hier soll, wenn er fertig ist, alles so sein wie in den 80er-Jahren, wobei meistens eher aus dem Westen. Das heißt, hier wird ein Commodore 64 stehen, mit Zauberwürfeln, mit Bravo-Postern, mit einem Kassettenrekorder und mit Schallplatten. Und jetzt steht hier ein DDR-Computer und in den Regalen sind auch so 80er-Jahre Bücher und Zeitschriften und Software. Also alles wie, als ob man ein Jugendzimmer von 83 oder so vor sich hätte. Die Stasi war ja auch da und hat das beobachtet. Und diese Leute von der Stasi, die dort waren, das hat sich dann anhand der Unterlagen herausgestellt, die hatten auf alle Fälle keine Ahnung. Aber die wussten, was da für Spiele kopiert wurden. Die hatten da Listen und da waren ja auch Kriegsspiele dabei, die nun absolut verboten waren, auch antikommunistische Kriegsspiele, Raid over Moskau hatten wir da. Das haben wir halt kopiert, aber das gab es nie irgendwie, dass ich gehört hätte, da gab es Probleme. Wahrscheinlich hatten wir da irgendwie Narrenfreiheit. Einmal, weil denen nicht ganz bewusst war, was wir machen, also was für Spiele wir spielen zum Beispiel. The Stasi was everywhere in the state and they knew what was going on. And they let the people do. Because it was more important for them to have educated youth in computer technology. Don't forget, we're still in the Cold War in these days. It was not well seen to play Rambo. So they had to hide or not do it officially. So there were certain limits, as I said. Das Spielebesorgen war eigentlich kein großes Problem. Ich weiß nicht genau, wie die in die DDR kamen tatsächlich. Irgendjemand wahrscheinlich haben irgendwelche Opas oder so die mitgebracht oder irgendwelche Leute hatten Kontakt zu Computerfreaks im Westen oder so. Und dann wurden die hier getauscht wie Wilde. Jedenfalls wurde der Umgang mit Computern sehr gefördert. Also es war auch völlig okay, einen Westcomputer zu haben. In dieser Zeit gab es noch keine Computergeschäfte. Also man konnte in der DDR auch im Prinzip kaum, also so gut wie nicht Software kaufen. Es gab ganz, ganz wenig kommerziell verlegte Spiele, wie zum Beispiel hier auf Tonbandkassette. Das ist ein in Vertrieb erhältliches Spiel. Meistens waren das so Sammlungen, wo so eine Handvoll Spiele mit dabei waren. In diesem Fall hier 7 Spiele. So kriegsverherrlichende Spiele. Nun muss man sagen, es kam ja alles an. Auch in der DDR kam ja die Software an. Und es gab Dinge, die waren nicht nur im Westen, wie sagt man, zensiert. Ja, zum Beispiel Raid over Moskau oder Rambo. Das wollte ich auch im Club nicht. Ich wusste, dass die Leute das haben und vielleicht auch getauscht haben. Aber die sollten es da nicht spielen. Was war denn der feine Unterschied mit, wenn man beobachtet wird? Zu Hause macht es zu Hause, aber nicht hier. Es könnte ein Vorwand sein, dass wir dadurch Probleme kriegen. Das wollte ich vermeiden und ich glaube, es hat ganz gut funktioniert. Ein bisschen habe ich mich selbst geschützt. Also es hing eine Tafel an der Wand, da stand drauf, in diesen Räumen ist es verboten, kriegsverherrlichende Spiele zu spielen. Und dann kam ja auch die Wende, ne? Ende 89 und dann war der Kleinkomputer nicht mehr so interessant, weil dann der PC lockte aus dem Westen und andere Geräte. Aber im Herzen ist er mir natürlich immer noch geblieben als erster Computer, mit dem ich mehrere Jahre lang zu tun hatte und gespielt und programmiert und ausgetauscht habe und so. Da ich seit Jahren auch Ausstellungen mache, hat das auch einen gewissen Sinn. Also man sammelt sozusagen nicht nur für sich und seine eigenen 4 Wände, sondern man sammelt für Ausstellungen, um die Dinge zu zeigen, um Spielkonsolen, die Besucher spielen zu lassen. Und da